Jahren am 28. Juni 1979 gestorben ist. Ihm ist unser heutiges Ereignis gewidmet. Paul Dessau wird am 19. Dezember 1894 in Hamburg geboren. Er studiert Musik in Berlin und schlägt zunächst die Dirigentenlaufbahn ein. Erste Stationen führen ihn nach Köln, Mainz und an die Städtische Oper Berlin. 1933 emigriert der Jude und überzeugte Antifaschist Paul Dessau nach Paris, wo er sich auch aktiv für die republikanische Seite im Spanischen Bürgerkrieg einsetzt. Angesichts der zunehmend schwierigen und gefährlichen Lage in Europa siedelt er 1939 in die Vereinigten Staaten über. Zunächst nach New York, dann nach Hollywood. Dort beginnt die Zeit seiner intensiven Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, die er dann nach seiner Rückkehr nach Ost-Berlin im Jahr 1948 fortsetzt. Dessau komponiert die Songs zur Mutter Courage, die Musik zum kaukasischen Kreidekreis, zum Puntila und zum guten Menschen von Sezuan. Nach der Vorlage von Bertolt Brecht entsteht auch die Oper Die Verurteilung des Lucullus. 1951 wird sie in Ost-Berlin uraufgeführt und sie löst heftige Kontroversen mit der Partei aus. Wilhelm Pieck, der Präsident höchst selbst, lädt Brecht und Dessau zum Gespräch vor und bittet um Veränderungen der Oper. Da er in einigen Szenen, so schreibt Dessau später, Ungewohntheit und eine allzu große Schärfe entdeckt hat. Lucullus, der römische Feldherr, der vor allem als großer Feinschmecker in die Geschichte einging, wird bei Brecht als grausamer Kriegstreiber entlarvt. Vor einem Unterweltgericht muss er sich für seine Taten verantworten und wird schließlich ins Nichts, in den Tod verbannt. Als große Kriegsanklage haben Brecht und Dessau die Oper angelegt. Es geht um falschen Ruhm und um Gerechtigkeit zwischen den vermeintlichen Siegern und ihren Opfern. Sehen Sie jetzt eine Aufführung aus dem Jahr 1966. Paul Dessaus zweite Frau Ruth Berghaus hat die Verurteilung des Lucullus für die Deutsche Staatsoper Berlin inszeniert. Paul Dessau selbst spricht zu Beginn einen einführenden Text zur Oper und erinnert nochmal an seinen langjährigen Freund Bertolt Brecht. Morgen am 10. Februar wäre Bertolt Brecht 68 Jahre geworden. Aus diesem Anlass überträgt der Deutsche Fernsehfunk die Oper Die Verurteilung des Lucullus aus der Deutschen Staatsoper Berlin. Im Jahre 1939 schrieb Brecht sein Hörspiel Das Verhör des Lucullus in einer Zeit, in der der Zweite Weltkrieg begann. Im Jahre 1949 übergab mir Brecht seinen Text zur Vertonung. Der Schluss dieser Oper entstand unter dem Eindruck der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Es handelt sich um den römischen Feldherrn Lucullus, der im letzten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung mit seinen Legionen in Asien einfiel und dem römischen Imperium mehrere Reiche unterwarf. Brecht behandelt die Geschichte in der gleichen Weise wie in seinem Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters«, welches Sie jetzt von Ekkehard Schall hören. Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? Haltet ihn schwarz, oh, dass er nicht schwarz.
Senatoren. Und Tochare Schneider. Nein, der Mann ist bis nach Indien vorgestoßen. Hat er aber längst schon ausgespielt. Meiner Ansicht leider. Größer. Und wer? Als Pompeius. Ohne ihn verloren. Ungeheure Siege. Meistens Glück. Meinen Reus, der in Asien umkam, kriege ich durch all den Rummel nicht zurück. Durch den Mann machte deinen Bruder seiner Vermögen. Kam auch nicht mehr heim. Jeder weiß, was Ruhm durch ihn gewann. Allein an Ruhm? Wenn Sie nicht so lügen, ginge Ihnen keiner auf den Leim. Heldentum stirbt leider aus. Wann wird man uns mit dem Gewäsch von Ruhm verschonen? In Kappadokien. 3 Legionen, hin mit meiner Braut. Kann ich jetzt durch? Nein, hier ist abgesperrt. Wenn wir unsere Feldherren verscharren, müssen sich die Ochsenkarren schon gedulden. Bei den Polter haben sie vor das Gericht gezerrt. Feuerschollen! Man kann sagen, dass man ohne ihn Asien nicht besäße. Hat der Thunfisch wieder aufgeschlagen? Auch der Käse! Jetzt durchziehen Sie den Triumphbogen, den die Stadt Ihrem großen Sohn errichtet hat. Die Weiber heben die Kinder hoch. Die Berittenen drängen die Reihe. Hinter den Zugliedverweis. Zum letzten Mal hat der große Lucullus sie passiert. Nun füllt die Straße sich wieder. Aus den verstopften Nebengassen treiben die Fuhrleute ihre Ochsenkarren. Die Menge wendet sich schwatzend ihren Verrichtungen zu. Das geschäftige Rom geht zurück an seine Arbeit. An der Appischen Straße steht ein kleiner Bau, vor 10 Jahren gemauert, bestimmt den großen Mann im Tod zu beherbergen. Ihm voraus biegt der Haufe von Sklaven ein, der den Fries des Triumphes schleppt. Dann empfängt auch ihn die kleine Rotunde mit dem Buchsbaumgestrüpp.
muss nach alles. Wir sind kletternder Bock. Raus auf dem Beinhaus. Einen Himmel. Ruhm ist nicht alles. Man muss auch lieben. Wer kommt mit? Und in der Dock ist ein Beinhaus. Du hältst doch den Schritt. Ich komm mit, verlang dich auf. Und wir zahlen. Ich treibe auf, wir zahlen. Ich geh rüber auf den Rindermarkt. Zu der kleinen Schwarzen. Du, wir kommen mit. Nein, nicht zu dritt, hat schon einmal verharrt. Das Ost eintritt. Nicht, wenn sie dich kennen. Ich komm mit. Also los. Ohne Tritt. Marsch. 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 Thank you.
der Tür unbeweglich, den Helm unter dem Arm, sein eigenes Standbild. Die anderen Toten, die neu gekommen sind, hocken auf der Bank und warten, wie sie gewartet haben, dereinst viele Male, auf das Glück und auf den Tod in der Schenke, bis sie ihren Wein erhielten und am Brunnen, bis die Geliebte kam und im Gehölz in der Schlacht, bis der Befehl gegeben wurde. Doch der Neue scheint das Warten nicht gelernt zu haben. Was, mein Jupiter, soll das bedeuten? Ich stehe und warte hier. Noch schaut nur die größte Stadt der Erdkugel wieder von der Trauer um mich. Und hier ist die Himmel, der mich empfängt. Vor meinem Kriegsheld haben sieben Könige auf mich gewartet. Ist hier keine Ordnung? Wo steckt zumindest mein Kochlasus? Ein Mann, der aus Luft und Luft immer noch ein kleines Speislein weckt. Hätte man zum Beispiel ihn mir entgegengeschickt, da er auch ja hier unten weilt, fühlt ich mich heimisch. Kappadokisches Wildbrett, Hummel von Pontus, Hummel von Pontus. Und ihr fröhlichen kleinen Kuchen, Gewürz, unendliche Vielfalt, Salbei und Olive, Thymian, Muskat und gestoßene Zimmet, was für Soßen, was für Salat. Ich beschwere mich!
du schleppst, der schwere Helm und das Brustschild, müssen dich doch müde machen. Also setz dich. Sei nicht trotzig, so lang als du hier warten musst, kannst du nicht stehen. Vor dir bin ich noch dran. Wie lang ein Verhör drinnen dauert, kann man nicht sagen. Es ist auch verständlich, dass die Prüfung genau gemacht wird, jedes Einzelnen. Ob er verurteilt wird, in den finsteren Hades einzugehen. Manchmal ist die Prüfung ganz kurz, den Richtern genügt ein Blick. Dieser da, sagen sie, hat ein unschuldiges Leben geführt und es vermocht, seinen Mitmenschen zu nützen. Denn auf den Nutzen eines Menschen geben sie das meiste. Bitte sagen sie zu ihm, geh dich ausruhen. Freilich bei anderen dauert das Verhör oft ganze Tage. Besonders bei denen, die hier herunter in das Reich der Schatten einen schickten, bevor seines Lebens zugemessene Zeit verlaufen war. Der jetzt da drinnen ist, wird kaum lang brauchen. Ein kleiner Bäcker ohne Arg. Was mich betrifft, bin ich etwas besorgt. Jedoch hoffe ich darauf, dass unter den Geschworenen drinnen, wie ich höre, kleine Leute sind, die ganz genau wissen, wie schwer für unser einen in den kriegerischen Zeiten das Leben ist. Ich rate dir, gestanden, aber die Last seiner Ehrenzeichen, sein eigenes Gebrüll und die freundlichen Worte der Alten haben ihn verändert. Er sieht sich um, ob er wirklich allein ist. Jetzt geht er doch auf die Bank zu. Aber bevor er sich setzen kann, wird er gerufen werden. Den Richtern genügte bei der Alten ein Blick. Ich heiße Lucullus.
Wisst ihr hier meinen Namen nicht? Wisst ihr hier meinen Namen nicht? Höchsten Gericht des Schattenreiches erscheint der Feldherr Lacalles, der sich Lucullus nennt. Unter dem Vorsitz des Totenrichters führen 5 Schöffen die Untersuchung. Einer einst ein Bauer, einer einst Sklave, der Lehrer war. Einer einst ein Fischweib, einer einst ein Bäcker, einer einst eine Kurtisane. Sie sitzen auf einem hohen Gestühl, ohne Hände zu nehmen und ohne Münder zu essen, unempfindlich für Glanz die lang erloschenen Augen. Unbestechlich sie die Ahnen der Nachwelt. Totenrichter, beginne das Verhör. Schatte, du sollst verhört werden. Du sollst Rechenschaft ablegen über dein Leben unter den Menschen. Ob du ihnen genützt, geschadet hast. Ob man dein Gesicht
in den Gefilden der Seligen. Du brauchst einen Fürsprecher. Hast du einen Fürsprecher? In den Gefilden der Seligen. Ich beantrage, dass der große Alexander von Makedemon gerufen wird. Dass er zu euch spricht als Sachverständiger. Liebe Taten wie die meinen. Meldet sich nicht. Schatte, dein Sachverständiger. Ist unbekannt in den Gefilden der Seligen. Mit deinem Namen verknüpft sind. Die Unternehmungen sind nicht bekannt. Hier. Dann beantworte ich, dass der Frist zu meinem Grabmal, auf dem mein Triumphzug dargestellt ist, geholt wird. Aber wie soll er geholt werden? Ihn schleppen Sklaven. Sicher ist den Lebenden hier der Zutritt verwehrt. Nicht den Sklaven. Sie trennt nur so wenig.
den Toten. Von ihnen kann man sagen, dass sie nur beinahe leben. Der Schritt von der Welt oben herab in das Schattenreich ist für sie nur ein kleiner. Der Fries soll geholt werden. Totenschöfen, betrachtet meinen Fries. Einen gefangenen König, Tigranes van Pontus. Seine fremdäugige Königin, seht die schönen Schenkel. Einen Mann mit einem Kirschbäumchen, eine Kirsche verzehrt. Zwei Jungfrauen mit einer Tafel, darauf die Namen von 53 Städten. Einen sterbenden Legionär, seinen Feldherrn grüßend. Meinen Koch mit einem Fisch. Steinernen Schatten versunkener Opfer, um ohne zu reden und ohne zu schweigen, um mächtigen Zeugen den niedrigen Worten des Atems verlauten, verstummten, vergessen. Im Opfer des Siegers sind zu vertreten, da will ich zu schweigen und will ich zu reden. Schatte, die Schöffen nehmen den Fries deines Triumphes zur Kenntnis. Sie sind begierig, mehr über deine Triumphe zu erfahren, als dein Fries erzählt. Sie schlagen vor, dass jene gerufen werden, die du auf deinem Fries abgebildet hast. Sie sollen gerufen werden! Immer noch reibt der Sieger die Geschichte des Besiegten.
Geschlagenen entstellt der Schläger die Zügel. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Abbildungen, die Abgebildeten den Steinen ziehen wir vor die Schatten. Ich lege Verwahrung ein, Verwahrung ein, ich will sie nicht sehen. Schatte, verneige dich, dies sind deine Zeugen. Ich beschwere mich, ich beschwere mich. Dies sind deine Zeugen. Aber, das sind Feinde. Das sind Feinde! Da seht ihr einen, den ich besiegt habe. In den wenigen Tagen zwischen Neumond und vollem Mond habe ich sein Heer geschlagen mit all seinen Streithagen. In diesen wenigen Tagen ist es zerfallen, wie eine Hütte in dieser Blitzherz. Als ich oft hockte an seine Grenze, bekam er die Flucht.
Und die wenigen Tage des Krieges landen kaum aus, für uns beide die andere Grenze seines Reiches zu erreichen. So kurz dauerte der Feldzug, dass ein Schinken, den mein Kopf im Brauchsam aufhing, noch nicht durchgeräuschert war, als ich zurückkam. Und von sieben, die ich schlug, war der Herr nur einer. Nur einer. Ist das wahr, König? Es ist wahr. Eure Fragen, Schöffen. Hier der Schatte, der einst Lehrer war, hat eine Frage. Und wie kam es? Hierher sagt, wir wurden überfallen. Der Bauer, der sein Heu auflud, stand noch mit erhobener Gabel. Und schon wurde sein Wagen, er kaum vollgeladen, mir weggefahren. Noch war des Bäckers Brotleib nicht gebacken, als schon fremde Hände nach ihm griffen. Alles, was er euch sagt, über den Blitz, der in eine Hütte fuhr, ist wahr. Die Hütte ist zerstört. Hier steht der Blitz. Von sieben warst du? Nur einer. Und der Schatte, der einst Kurtisane war, hat eine Frage. Du dort, Königin, wie kommst du hierher? Hier im Zug? Ach, den Sieg zu zeigen.
Welchen Sieg denn über dich? Und das schöne Taurion. Und was nannte er Triumph? Schöffen, bedenkt das Zeugnis der Königin. Schatte, wünschest du fortzufahren? Ja, 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 ja. Ich merke wohl, die Geschlagenen haben eine süße Stimme. Jedoch eins hat sie anders. Dieser König da, den unser Mitleid fängt, als er noch oben war, er auch nicht billig. An Zinsen und an Steuern nahm er nicht weniger als ich, nicht weniger. Das Silber, das er fördern ließ, kam nicht ins Volk durch ihn, nicht ins Volk. Aber Rom bekam auch nicht eine Unze von ihm, auch nicht eine Unze von ihm. Dann bist du hier bei uns, König. Weil ich Städte baute, weil ich sie verteidigte, als ihr Römer sie uns abverlangtet. Nicht wir, er. Weil ich ihr Land zu verteidigen aufrief, und Wasserloch mit Beil, Hacke und Blutschlag. Am Tag, in der Nacht,
Ich schlage vor, dass wir uns erheben vor diesem Zeugen und zum Lobe derer, die ihre Städte verteidigt haben. Ihre Flächenstädte, ja, ich zerschlug ihre Flächenstädte, ich zerschlug sie.
Reichtum. Und ich nahm ihr Gold und ihren Reichtum, denn sie sind's den falschen Göttern, denn sie sind's den falschen Göttern. Hier der Totenschöffe, der einst Bäcker war in Marsilia, der Stadt am Meer, stellt einen Antrag. Also schreiben wir zu deinen Gunsten, Schatte, einfach nieder, brachte Gold nach Rom. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis der Städte. Der Verhörte setzt sich nieder. Er ist erschöpft, aber er hört ein Gespräch hinter der Tür an, wo neue Schatten erschienen sind. Ich kam zu Schaden durch einen Ochsenkarren. Ochsenkarren. Er brachte noch eine Landsand zu einer Baustelle. Baustelle, Sand. Sie ist jetzt nicht Essenszeit. Essenszeit. Mach ein Brot und meine Zwiebel hatte ich bei mir. Ich hatte kein Zimmer mehr. Die Unzahl von Sklaven, die sie aus allen Himmelsgegenden hereintreiben, haben das Schustergewerbe, haben das Schustergewerbe ruiniert. Noch droben. Horch, da fragt wer was. Ob Wind geht oben? Vielleicht mag's sein in den Gärten. Stickigen Gassen ist er nicht zu bemerken.
Hier der Schatte, einst ein Fischweib, hat eine Frage. Da war von Gold die Rede, ich lebte auch in Rom. Doch ich habe nichts bemerkt von Gold, da wo ich lebte. Wüsste gern, wo es hinkam. Sollte ich mit meinen Legionen ausziehen, mit meinen Legionen ausziehen, einen neuen Schädel zu erproben. Brachtest du uns sonst nichts auf den Fischmarkt? Holtest du dir doch vom Fischmarkt etwas? Unsere Söhne. Sagt, was trieb ihr mit euch in den beiden Asien? Ich entrann. Ich wurde verwundet. Ich schleppte ihn nach. Und so fiel er denn auch. Warum ließest du rum? Ich habe gehungert. Und was holtest du dort? Ich holte mir nichts. Du streckst deine Hand aus. Was, den Feldherrn zu grüßen? Es war ihm zu zeigen, dass sie immer noch leer war. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis der Krieger. Ich lege Verwahrung ein. Ich beschenke die Legionäre. Ich beschenke sie nach jedem Feldzug. Aber nicht die Toten. Ich lege Verwahrung ein. Sie sollen den Krieg beurteilen, die ihn nicht verstehen. Ich verstehe ihn. Mein Sohn ist im Kriege gefallen. Ich warf die Schweib auf den Markt am Forum. Eines Tages hieß es, dass die Schiffe der Zurückgekommenen aus dem Asienkriege eingelaufen seien. Ich lief vom Markte und ich stand am Tiber viele Stunden, wo sie ausgebotet wurden, und am Abend waren alle Schiffe leer. Mein Sohn war über ihre Planken nicht gekommen. Aber mein Sohn war am Hafen, fiel nachts ich in Fieber. Und im Fieber suchte ich nun meinen Sohn. Und tiefer suchend fror ich mehr. Und dann, gestorben, kam ich hier in Schattenreich und suchte weiter. Faber, rief ich,
Schatten und vorbei an Schatten hin zu Schatten, Faber rufend, bis ein Pförtner drüben in den Lagern dem Krieg gefallenen mich am Ärmel einhielt und mir sagte: Alte, hier sind viele Faber, viele Müttersöhne, viele sehr vermisste. Doch die Namen haben sie vergessen. Dienten nur, sie in das Heer zu reihen und sind nicht mehr nötig hier. Und ihren Müttern wollen sie nicht mehr begegnen. Seit sie dem blutigen Kriege ließen. Faber, mein Sohn Faber, den ich trug und den ich aufzog. Mein Sohn und ich stand am Ärmel eingehalten und mein Rufen blieb weg mir im Gaumen. Schweigend kehrt ich um. Denn ich begehrte nicht mehr meinem Sohn ins Gesicht zu sehen. Das Gericht erkennt die Mutter des Gefallenen, versteht den Krieg. Sache steht um uns, deine Tour.
nützlich. Vielleicht ließen deine Schwächen Lücken in der Kette deiner Gewalttaten. Entsinne dich, Schatte, deiner Schwächen. Ich rate es dir. Hier der Schatte, einst ein Bäcker, hat eine Frage. Dort sehe ich einen Koch mit einem Fisch. Koch, erzähl uns, wie du in den Triumphzug kamst. Nur anzuzeigen, dass er beim Kriegsgeschäft noch Zeit fand, ein Kochrezept für einen Fisch zu finden. Ich war sein Koch, ich gedenke der schönen Speisen noch oft, des Geflügels und schwarzen Wildpress, die er mich braten ließ. Und saß nicht nur bei Tische, gab mir ein lobend Wort. Stand oft bei mir an der Pfanne und mischte selbst ein Gericht. Lammfleisch à la Lucullus machte unsere Küche berühmt. Von Syrien bis nach Pontus sprach man von Lucullus Koch. Was soll uns das, dass er gerne aß? Aber mich ließ er kochen nach Herzenslust. Ich danke es ihm. Ich verstehe ihn, ich, der ich Bäcker war. Wie oft musste ich Kleie in den Teig rühren, der armen Kunden wegen. Diese da durfte ein Künstler sein. Durch ihn, ich nenne ihn menschlich drum. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis des Kochs. Hier der Schöffe, einst ein Bauer, hat eine Frage. Da ist auch einer, der einen Kirschbaum trägt. Das ist ein Kirschbaum, den brachten wir aus Asien. Im Triumphzug führten wir ihn mit und pflegten ihn an den Hängen des Apennin. Ach, du bist das Lakalles, der ihn brachte. Ich pflanz ihn auch einst, doch ich wusste nicht, dass er von dir stammt. Er ist sparsam mit Boden, doch den Wind verträgt er schlecht. Die roten Kirschen haben mehr Fleisch und die schwarzen sind süßer. Freunde, dies von allem, was erobert, durch blutigen Krieg verhassten Angedenkens, nenn ich das Beste. Denn dieses Stämmchen liebt.
neues, freundliches Gesellt es sich dem Weinstock und dem fleißigen Bärenstrauch. Und wachsend mit den wachsenden Geschlechtern trägt Frucht für sie. Und ich beglückwünsche dich, der es uns gebracht, wenn alle Siegesbeute der beiden Asien längst verbunden ist, wird jedes Jahr aufs Neue den Lebenden wohl diese schönste aller Trophäen noch im Frühling mit den blütenweißen Zweigen im Wind von den Hügeln flattern. Aufspringt die Schöffin, einst Fischweib am Markte. Spottet ihr alle so? Doch noch einen Pfennig in den blutigen Händen. Besticht auch der Räuber das Gericht mit der Beute. Ein Kirschbaum, die Eroberung hätte er machen können, nur mit einem Mann. Aber 80.000 schickt er hier herunter. Wie viel sollen sie bezahlen oben für ein Glas voll Wein und einen Becken? Sollen sie hier nicht bei einer Frau zu regen? Ins Nichts. Und sie sehen auf den Bauern, den Lober des Kirschbaums. Boah, was sagst du? Tausend für einen Kirschbaum. Eier ins Nichts mit ihm, ins Nichts. Eier ins Nichts mit ihm, ins Nichts. Es immer mit all der Gewalt und der Eroberung wächst nur ein Reich um, das Reich der Schatten. Armen. Doch hungrige Hünder, deren ihr oben so viele habt. Was ein Staub können wir häufen auf die 80.000 dahin gestanden. Es melden sich die Gefallenen der asiatischen Legionen.
die Friedsschlepper! Thank you.
Die Verurteilung des Lucullus haben Sie gerade gesehen. Paul Dessau komponierte die Oper nach der Vorlage von Bertolt Brecht. Vor 25 Jahren ist Dessau, der berühmte DDR-Komponist, gestorben. Und um ihn geht es heute bei unserem Ereignis. Die Musik zu zahlreichen Brecht-Stücken hat er geschrieben, darunter etwa die Songs zu Mutter Courage oder die Kompositionen zum Kaukasischen Kreidekreis. Nach der Emigration in die Vereinigten Staaten kehrte Paul Dessau, Jude und überzeugter Antifaschist, 1948 nach Ost-Berlin zurück. Trotz mancher Zusammenstöße mit den Parteioberen war Dessau fest von der marxistischen Lehre und ihrer Ausformung in der DDR überzeugt. Dem jungen sozialistischen Staat widmete er zahlreiche Gedenk- und Huldigungsstücke. Er suchte aber immer auch nach anderen, neuen musikalischen Ausdrucksformen. In Paris hatte er Schönbergs Zwölftonmusik kennengelernt und er war befreundet mit Hans-Werner Henze und Luigi Nono, zwei Exponenten der neuen Musik. Neben zahlreichen Opern, Schauspiel und Kammermusiken komponierte Paul Dessau auch bedeutende Orchesterwerke. Von der Sinfonie des Jahres 1926 bis zu seinen Bach-Variationen von 1964. Anerkennung fand seine Musik bis weit über die Grenzen der DDR hinaus. Sehen Sie jetzt ein Porträt Paul Dessaus, ein Film von Gitta Nickel für den Deutschen Fernsehfunk der ehemaligen DDR aus dem Jahr 1974. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Ereignis bei 1 Festival. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Abend. So, bitte. Herr Wendland gibt an. Wir singen uns ganz ruhig erstmal ein in dem Stück. Dann nehme ich es ein bisschen schneller und dann machen wir eine Probeaufnahme, dass es schnell geht. Können Sie nicht ein bisschen mehr rankommen? Warum so in die Lücke hier? Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Dann nehmen Sie den Stuhl weg oder irgendwas. Ich möchte nur einen schönen guten Abend wünschen. Ich hoffe, dass Sie nicht zu unzufrieden mit mir sind. Wenn ja, meine ein paar Noten dazu. So, bitte, Herr Wendland. So, ja, bitte? Nein, erstmal ein Sopran. Erstmal ein Sopran, ganz leicht. Gleich hier Sie mich ein bisschen ein. Bitte schön. Orchestern ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob es heute noch der Fall ist, nicht wahr, war es, weil ich mich ja auch da gewandelt habe, nicht wahr? Pauken-Paule war recht geläufig eine Zeit lang, glaube ich. Jetzt zurück. Und leicht absetzen. Aufmachen. So, jetzt ist es gut. Und ganz leicht mit den zwei. Zurück, zurück, viel mehr zurück. Viel zu schön. Ist das so schön komponiert? Ja, sehr schön. Selbstlich. Es soll mürrisch sein. Soll mürrisch sein. Ja. Das klingt wie so ein Hochzeitsgesang. So ein Longring, mein Name. Möchte schon zum Nachdenken aufrütteln, nicht wahr? Aufrütteln ein bisschen, wachhalten, nicht wahr? Nicht so bequem in süßen Klängen sich ergehen. Das ist aber nicht nur meine Musik, das ist die Musik der Jugend, zu der ich mich errechne, wie Sie wissen. Ich war frecherweise nicht. Ja, ja. Ich stehe Schluss von der dritten mit. Kennen Sie das? Kennen Sie nicht? Nein. Ich gezeigt. Ja. Kennen Sie das? Das muss fotografieren. Das müssen Sie fotografieren. Den Einstein hier. Das müssen Sie fotografieren. Musik ist kein Entspannungsmedium. Ja, absolut nicht. Dafür gibt es ja Pillen. Oder spazieren gehen, was billiger ist. Nicht? Musik ist ja echt anstrengend.
zu machen und zu hören. Also kann ich aus diesem Grunde kein Entspannungsmoment sein. Wilder. Aber natürlich, wie verrückt geworden haben muss das Ding. Und so. Und so. Ja, Frau Wilder. Kommt auf Töne, es gibt auf Töne. Oh, nein. Und einmal. Das ist eine Erleichterung, aber dafür muss auch die Bude bewackeln. Es gibt in der Musik ja nur 12 Töne und Sie können diese 12 Töne genauso gut verwenden wie jeder Komponist im kapitalistischen Ausland, so gut wie im sozialistischen. Er hat ja nicht mehr Material. Aber ich glaube, es besteht doch ein ganz großer Unterschied in der Behandlung dieses Materials. Und darin, glaube ich, muss man erkennen, dass Weltbild und Notenbild doch einen Zusammenhang hat. Denn es gibt einen sehr schönen Satz von meinem Freund Mickel, der steht auf der Schallplatte im Lumumba. Er sagt, ich habe mich, den kennen Sie, ja? Kennen Sie den Satz? Ich habe mich, warum ich mich über diese Arbeit, das Requiem für Lumumba, so freue, will ich sagen, ist deshalb, weil mir ein Arbeiter sagte, diese Musik versteht kein Faschist. An einem unbekannten Tag im Januar, 43 Jahre nach dem Sieg der Oktoberrevolution, wurde Patrice Lumumba erschlagen. Sieben Monate, nachdem sein Land die Freiheit erkämpft hatte. Thema ist ein sehr kompliziertes, nicht? Sonst hätte ich mir ja was ausgesucht, was Lustiges und was Einfaches. Das kann man ja auch, nicht? Ist ja viel einfacher für mich. Aber ich meine, wenn wir uns das Leben leicht machen, begehen wir, glaube ich, eine Sünde gegen unsere Mitmenschen. Indem wir ihnen das Denken abnehmen. Verstehen Sie, was ich sage? Und wir wollen es ihnen doch gar nicht abnehmen, wir wollen sie doch anregen zum Denken. Ich glaube, das ist der Konflikt und die Schwierigkeit zwischen irgendjemandem, der was mit der Kunst zu tun hat, und dem, der sich also aufnehmen, rezipieren soll. Das ist die Schwierigkeit. Ich finde, das ist ganz nur logisch, dass Sie nach einmaligem Hören sagen, das will der da bloß von uns, da kommt der Arm mit dem Gedudel, wir wollen uns ja unterhalten. Und ja. Beat ist natürlich ganz was anderes, nicht wahr? Das Ding, da sind sogar Beat-Elemente drin, Sie werden lachen, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob Sie Beat kennen. Es gibt ja Sonne- und Sonne-Beats, nicht wahr? Es gibt ja auch schlechte Beats, nicht? Ich kenne von meinem Sohn nur gute. Und ich habe eine andere Frage, und zwar, was mich an Ihren Werken, also wenn ich das sehe, Sie verarbeiten da sehr viele nicht harmonische Rhythmen, sehr viele Disharmonien und so. Mit welcher Absicht? Wissen Sie, ich erkenne nicht an Disharmonien, ich erkenne nur Harmonien an.
Weil das ist nach Einstein zu sagen relativ. Dem einen sein Harmonie ist dem anderen sein Disharmonie. Also verstehen Sie, was dem einen gefällt, gefällt dem anderen nicht. Und man kann es natürlich auch einem Musiker nicht übel nehmen, wenn er die Entwicklung wahrnimmt und sich also mit dem neuen Material, das die Musik ihm bietet, sich beschäftigt damit. Und es geht viel weiter, er beschäftigt sich nicht nur mit dem neuen Material, das muss er doch, das ist doch sein Beruf. Sehen Sie mal, der Picasso hat doch Farben erfunden und oder Van Gogh hat doch Mischungen erfunden mit Gelb und Rot und Grün, wenn Sie seine Sonnen sich ansehen und alle Meister. Und Rembrandt hat man beschimpft, dass die Bilder alle so dunkel sind, nicht wahr, weil er so rotbraun gemacht hat. Man ja beschimpft hat man ihn, nicht wahr. Und nur gut, das hat ihn gar nicht interessiert, er hat das wieder gemacht. Heute sehen wir ein, dass das unwahrscheinlich schön ist, dass es eine kolossale Erfindung war, nicht wahr? Es gibt ja Vorurteile, die wir alle haben und die müssen wir überwinden. Wenn Sie mit Vorurteilen, ach, da kommt er jetzt mit seinem Gequetsche und da kommt er mit seinem Gemahl, mit seinem Gemanschel an, das wollen wir ja nicht, nicht wahr? Oh, ist ja nicht so ein bisschen lustig bei der Beerdigung, nicht wahr? Dann müssen Sie sich jemand anders bestellen. Verstehen Sie, ich meine, im Ernst. Unser Beruf ist sehr schwierig und ich mache es mir selber schwer. Aus dem Grunde kann ich mir erlauben, es auch dem Interpreten schwer zu machen und der macht es Ihnen schwer. Und Sie haben das Recht rauszugehen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Pauke, ja? Oder C? Läuft! Und ich möchte aus rein finanziellen Gründen schon sagen, meine dreimal. Ist das manchmal so, wenn Sie schreiben, dass Sie nicht nur an Paul Dessau denken, sondern auch mal an diese Zuhörer, dass Sie versuchen machen, also diese Brücke zu schlagen? Wollen Sie mir, Freunde, mal sagen, was Sie unter Zuhörer verstehen? Hier allein in diesem Saal sind es 35, weil ich habe nicht gezählt, ich sage 36, weil ich mich dazu rechne. Ich kenne Sie nicht. Das Vergnügen, Sie heute kennenzulernen. Jeder von Ihnen hat andere Ohren. Jeder von Ihnen hat andere Emotionen. Keiner von Ihnen ist unvoreingenommen. Wir machen uns dann nämlich immer was vor. Kennen Sie doch gar nicht, wie Sie hören. Vielleicht hören Sie weg. Kann auch sein. Oder Sie hören zu, aber wie hören Sie zu? Wollen Sie das aufnehmen? Geht es überhaupt aufzunehmen? Denn wenn ich was zurückschraube an meiner Entwicklung, beschädige ich Sie. Ich beschädige Sie. Und mich, Kinderbrät, ich beschädige alles. Und ich bin Marxist, ich kann nicht beschädigen wollen in der Arbeit. Das geht nicht. Also muss ich sie vorantreiben. Und alles Vorangetriebene ist schwierig. Ich habe einen sehr schönen Brief unter anderem bekommen, heute oder wann irgendwas, wo ein Freund von mir von einer Anti-Oper spricht. Und das finde ich grandios. Nein, das finde ich grandios. Überlegen Sie mal, was das heißt. Ich komme her von Richard Wagner und Richard Strauss in meiner Jugend. Nicht? Das waren die Ideale, die Idole, das war das Großartige. Diese Schwelgen und immer wieder und Winterstrümpfe riechen im Wonnemond. Das kennen Sie alles selber, nicht wahr? Damit bin ich groß geworden und ich musste das alles ablehnen. Weil ich es nicht zitieren. Es war ja da, es genügt ja einmal so grandios gemacht, die von diesen beiden Genies, nicht wahr? Dass ich nicht bin, hoffe, und dass ich das einfach versucht habe, alles mal wegzutun. Darum finde ich Anti-Oper von einem Schreiber ein ganz gewaltiges Kompliment. So sehe ich meine Oper. Als Anti-Oper. Und wenn man das mal sich überlegt, nicht wahr? Ich glaube, dann kommt man mit dem Stück noch näher, als Sie schon dankenswerterweise, muss ich sagen, gekommen sind. Es ist keine Oper wie Mignon, nicht wahr? Leb wohl, Mignon.
mit Weinen nicht, nicht wahr? Wunderschön. Thoma hat das wunderbar gemacht, nicht wahr? Kann keiner so Leichnam. Aber es ist eine andere Zeit und es ist ein anderes Stück. Und ich glaube, es würde vielleicht nicht ganz hinpassen. Es ist verbunden mit Fantasie, Intuition, mit bei mir 73 Jahre Arbeit, denn ich werde 90 Jahre, mit 6 Jahren angefangen, Musik zu machen. Verstehen Sie? Ich kann auch von Ihnen nicht verlangen, jetzt alle, dass Sie 73 Jahre Musik gemacht haben. Meine Damen, die Sie 17 sind oder 5. Das geht doch nicht, oder 14. Ich habe das Pech, dass ich das 73 Jahre mitgemacht habe, diesen Sommer. Das habe ich Ihnen voraus, aber das können Sie mir nicht vorwerfen. Aber Sie dürfen auch nicht verlangen, dass ich die 73 Jahre wegschiebe. Verstehen Sie, das ist doch diese entsetzliche Kiste. Also ich rede so lange, es ist entsetzlich. Das ist doch ein Satz, aber dennoch wollen Sie doch den Zuhörer packen. Sie wollen ihn doch packen. Sie wollen ihn natürlich schockieren. Sie sagen, Sie wollen ihn schockieren, sprechen. Sie wollen ihn erreichen. Noch als Packer verkleiden. Kann man das sagen? Kann ich geil. Kann man das sagen, Herr? Wenn Sie wollen, Sie haben es schon gesagt. Und ich lasse mich wieder aus dem Maul raushauen. Und Sie bestätigen das? Nee. Das, den Zuhörer wollen Sie? Nein, ich will ihn nicht packen, überhaupt nicht. In dem Moment, wo ich sie packe, können sie nicht mehr richtig zuhören. Aber sie würden erreichen. Was anderes. Da werde ich sie packen, erreichen. Drücke ich ihnen entweder die Gurgel zu oder die Ohren zu oder was wenn ihr packt. Dann hören. Ich muss dem Zuschauer die Luft lassen, etwas zu hören. Ja. Etwas mitzukriegen. Ne? Ein Ungeheuer.